Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hans-Joachim Friedrichs, langjähriger Moderator der ARD-Tagesthemen, ist tot. Der 68-Jährige, der mehr als 40 Jahre fürs Fernsehen arbeitete, erlag in der vergangenen Nacht in Hamburg einem Krebsleiden. Sein Tod löste Trauer und Betroffenheit aus. Politiker und führende Vertreter von ARD und ZDF würdigten den gebürtigen Westfalen als Vorbild für eine ganze Generation von Journalisten. NDR-Intendant Ploog sprach von einem Kollegen, der überragende fachliche Kompetenz mit einer Prise feiner Ironie zu verbinden wusste und damit eine neue Form der Nachrichtenpräsentation prägte. Stationen seines Lebens von Wiel Verlinden. Ein Star, ohne Allüren. 1991 wurde er zu Deutschlands beliebtestem Moderator gekürt. London Calling. Here is the news, read by Derek Baker. Angefangen hatte seine journalistische Karriere 1950 als Nachrichtensprecher bei der Londoner BBC. 5 Jahre später wechselte der Westfale als Reporter und Moderator zum NWDR nach Köln. Sie haben in den Zeitungen gelesen, meine Damen und Herren, dass in diesen Tagen... Er berichtete für die Tagesschau und für die Sendung Hier und Heute. ...im Entlassungslager in Friedland eingetroffen ist. 1964 ging der fröhliche Alleskönner zum ZDF, zunächst als USA-Korrespondent, später als Leiter und Moderator des aktuellen Sportstudios. Neu ist heute Abend hier im aktuellen Sportstudio, das steht vor Ihnen. Das Schöne dieser frühen Jahre war ja, dass man alles mal versuchen konnte, ohne dann, wenn es schief ging, fürchterliche Beschädigungen befürchten zu müssen. Wir konnten ja relativ risikolos damals alles mal ausprobieren. Im Oktober 85 kehrte er zur ARD zurück. Hans-Joachim Friedrichs wurde der erfolgreiche Moderator der Sendung Tagesthemen. Seine souveräne, kritisch distanzierte Moderation verschaffte ihm viele Auszeichnungen, wie zum Beispiel 1990 den Grimme-Sonderpreis für gutes journalistisches Handwerk. Allem Leben, allem Tun, aller Kunst muss das Handwerk vorausgehen, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Ich danke Ihnen. Eine Sondersendung zum Tode von Hajo Friedrichs sehen Sie im Anschluss an diese Tagesschau.